Guten Abend, meine verehrten Zuschauerinnen und Schauer. Mein Name ist unten eingeblendet und das ist mein Kollege Wolf Gruber. Wir Österreicher haben ja durch die PISA-Studie ein schlechtes Zeugnis ausgestellt bekommen, wobei wir froh sind, dass die PISA-Studie jetzt gekommen ist, denn in 5 Jahren hätte sie bei uns niemand mehr lesen können. Deswegen haben wir eine Sprache entwickelt, die sich schon während dem Lesen vom Englischen ins Deutsche übersetzt, das sogenannte EU-Englisch oder Eulisch. Wir beginnen mit einem simplen Beispiel. Ein Arbeiter mit Migrationshintergrund betritt am ersten Tag die Baustelle und wird vom Polier mit folgenden Worten empfangen. Wer bist denn du? Wer bist denn du? Der Migrant antwortet höflich. Ich bin der Dimitri. Und komm aus Tschernobyl. Auch der Polier stellt sich vor und sagt, ich bin der Helmut. Dein Chef. Die erste Arbeitsanweisung. Jetzt geh schon her, es wird viel Arbeit. Das machen wir gemeinsam. Jetzt geh schon her, es wird viel Arbeit. Sehr schön. Der Smalltalk. Worüber spricht man am liebsten? Natürlich über das Wetter. Eine schöne Floskel dazu. Es donut. Es donut. Oder, das ist ein scheiß Wetter. Jetzt ist es Zeit für den ersten Test, den mache ich mit dem Rick. Worüber spricht der moderne Münchner Arbeitsmigrant? Über wen unterhält er sich? Franz Beckenbauer. Sehr gut. Franz Beckenbauer. Oder über einen berühmten Musiker, den Mozart. Und den nächsten, den machen wir gemeinsam, den haben Österreicher und Deutsche geliebt. Wer könnte das sein? Der Peter Alexander. Wir kommen zurück auf die Baustelle. Der russische Kollege hat ein Problem und fragt seinen neuen polnischen Kollegen. Kennst du die Haus da? Der Pole antwortet, frag mich nicht. Und abschließend eine Frage, Meierhofer. Wie nennt man einen intelligenten Toilettenbenutzer? Klugscheißer. Danke.